Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Erlbach, altes Schloss, um- und ausgebaut. Kulturelle Frühlingsgefühle und Ostern auf Burg Schönfels. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Da sind wir wieder. Sie auch? Dann können wir starten. Herzlich willkommen. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Markneukirchens Toni Meinl hat Staatsminister Thomas Schmidt am vergangenen Freitag das alte Schloss im Ortsteil Erlbach als Kultur-, Begegnungs- und Veranstaltungszentrum seiner Nutzung übergeben. Das Gebäude war für 2 Millionen Euro um- und ausgebaut worden. Der Freistaat hatte den Bau mit rund 1,5 Millionen Euro aus dem Programm Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum unterstützt. Wer das alte Schloss vor dem Um- und Ausbau noch in Erinnerung hat, der staunte nicht schlecht über die Verwandlung. Aus der unscheinbaren grauen Maus wurde ein ansehnliches Gebäude mit beachtlichen inneren Werten. Was lange währt, wird gut. Bereits 2015 waren die ersten Gespräche oder die ersten Beweggründe dahingehend, das Schloss umzufunktionieren bzw. neu zu gestalten. Das war ein langer Weg. Das war eine wichtige Zusammenarbeit mit meinem Amtsvorgänger, mit dem Herrn Rubner, mit dem Ortschaftsrat, mit den Vereinen, mit den Nutzern des Schlosses. Wie können wir denn einen zentralen Punkt, einen zentralen Begegnungsraum hier in Erlbach modernisieren? Dann hat man sich 2018 im Rahmen des Aufrufs Vitale Dorfkerne dazu entschlossen, einen entsprechenden den Fördermittelantrag zu stellen. Über das Staatsministerium für Regionalentwicklung wurde das Förderprogramm Vitale Dorfkerne aufgelegt. Und hier haben wir gemeinsam als Stadt mit dem Ortschaftsrat und allen Vereinen die Chance genutzt und einen Antrag gestellt, den Zuschlag bekommen. Und wir waren froh, wo wir 2020 dann den Fördermittelbescheid und die Zusage bekommen haben. Und dann ging es auch los. Die Baumaßnahme selbst fiel in eine schwierige Zeit. Bauverlängerung und Kostensteigerung waren unvermeidlich. Durch Lieferengpässe zog sich die Bauzeit von 2020 bis jetzt hin. Das Haus wurde buchstäblich auf den Kopf gestellt. Man muss sprechen von einer kompletten Neugestaltung des Schlosses, einer Generalsanierung, was ein neues Dach, eine Blitzschutzanlage wurde montiert, es wurden alle sanitären Einrichtungen erneuert, es wurde ein Begegnungsraum, ein Bürgerraum geschaffen, ein großer Ausbau von Heizung, Sanitär, Lüftung, Brandmeldetechnik wurde erneuert, die gesamte Beleuchtung wurde auf LED umgestellt, sodass man hier jetzt wirklich von einem neuen Glanze des alten Schlosses sprechen kann. Die Kosten der Gesamtmaßnahme waren geplant mit ca. 1,8 Millionen Euro. Aufgrund der bereits erwähnten Steigerungen kommen wir auf ca. nun 2,5 Millionen Euro, wovon ca. 1,5 Millionen Euro Fördermittel sind und 1 Million Euro durch die Stadt Markneukirchen hier als Eigenmittel zu tragen sind. Die Erlbacher und die Neukirchener, sie können wirklich stolz darauf sein, dass das alte Schloss in neuem Glanze erstrahlt. Die Investition ist im wahrsten Sinne des Wortes ihr Geld wert. Ihr Geld wert, das kann jeder, der hier nach Erlbach kommt und sich das alte Schloss ansieht und auch eventuell an einer der vielen Veranstaltungen teilnimmt, sich selbst einmal vor Augen führen. André Worps ist der Meinung, das alte Schloss war und ist das kulturelle Zentrum des Ortes. Was für Möglichkeiten bietet es denn? Also es ist wirklich ein multifunktionelles Haus geworden. Wir haben einmal den großen Saal, der für Konzerte herhalten kann, der aber auch für die Musiktage ein sehr guter Raum ist, in dem die Musiker vorspielen können. Es können Kinoveranstaltungen stattfinden. Wir haben einen Mehrzweckraum. Der Mehrzweckraum kann unter anderem auch für Hochzeiten genutzt werden. Für die Jugend- und die Seniorenarbeit haben wir einen Raum. Und es sind Probenräume für die Streicher und die Bläser vorgesehen. In Gänze kann man auch sagen, dass das Gesamtensemble Altes Schloss und Schlosspark genutzt werden können, denn der
Schlosspark wurde ja auch 2017 saniert. Und in dem Mehrzweckraum ist zusätzlich noch ein Zugang zum Park eingebaut worden, der jetzt hier in den Sommermonaten die Möglichkeit ergibt, sowohl innen als auch außen und im Zusammenhang mit dem Pavillon Veranstaltungen durchzuführen. Im Gebäude befindet sich noch eine wichtige Einrichtung. Für die Touristen, für die Besucher von Erlbach, sowohl als auch für die Einwohner von Erlbach, ist auch eine moderne, attraktive Touristinformation entstanden. Am späten Freitagnachmittag fand dann die offizielle Eröffnung des Gebäudes statt. Zuvor wurde innen und außen alles auf Hochglanz gebracht. Der Auftakt war zünftig. Hallo ihr Leid, wir sind die Kinder vom 1. Trachtenvereins Vogtland. Wir wünschen eng ein schönen Abend. Erlbach und der Hohenstein laden euch als Gäste ein. Und im alten Brauhaus schenkt man aus ein gutes Bier. Sommerfrische Wintersporn gibt so viel an diese Burg. Frische Volksluft dazu. Wir sind mit jeder Urlaubs Ruhe. Wir sind von Vogtland, wir sind der Pferdin. Ja, aus Erlbach kommen wir. Da geriet auch Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt in Stimmung. Er kam gern nach Erlbach, denn die Region ist ihm vertraut. Thomas Schmidt war im Rahmen seiner Ausbildung zum Agrotechniker hier. Aber vor dem Studium habe ich hier dann Schwadmeer gefahren, habe in Magdeburg gewohnt, war in Erlbach, in Breitenfeld, in Gunzen, im Landwüst, Zwota bis nach Klingtal. Wer kann schon von sich behaupten, dass er den Aschberg schon mal gemäht hat? Ich kann das von mir behaupten. Und ich kann es deshalb behaupten, wie gesagt, weil ich einen Beruf gelernt habe. Beides für sich ist in der Politik derzeit nicht unbedingt förderlich. Nicht nur der Staatsminister Schmidt brachte die Gäste zum Schmunzeln, auch Ortsvorsteher Worps. Ihm wurde von einigen Erlbachern zugetragen, das jetzige alte Schloss wäre vielleicht zu fein für alle anstehenden Veranstaltungen im Jahr. So geht es vor allem bei der Erlbacher Kirwe, nun sagen wir mal recht derbherzlich zu. André Worps hat hier keinerlei Bedenken. Das Haus und das Team kann jede Art von Veranstaltung stemmen. Einen Vorgeschmack gab es nach den Festrednern vom Mi'kmaq Handwerker Blasorchester. So wird es im alten Schloss in der Zukunft öfter klingen. Das Gebäude bietet unendlich viele Möglichkeiten. Man könnte es glatt als kleine Schwester der Musikhalle in Markneukirchen bezeichnen. Auf jeden Fall haben die Erlbacher und Neukirchner allen Grund, stolz zu sein. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet der zweite Kursächsische Frühlingszauber vom 17. März bis 23. April statt. Er bietet neben zahlreichen erstklassigen Kultur- und Theaterveranstaltungen auf der Festspielmeile der kurzen Wege, königlichen Osterfeiertagen oder einem kreativen Kunstfest auch vielseitig umrahmende frühlingshafte Aufenthaltsangebote. Den Auftakt des Kulturfestivals bildete die Opernpremiere zu Werther am vergangenen Freitag. Ja, heute Abend findet hier im König-Albert-Theater der Kultur- und Festspielstadt Bad Elster die Premiere zur Oper Werther statt. Das ist eine Oper von Jules Massenet, einem Franzosen, der in der Romantik gelebt hat. Und so ist auch diese Oper voll Romantik, voll Liebe, natürlich mit dem tragischen Tod. Am Schluss stirbt der Werther anhand sein Leiden. Die Liebe, die er hatte, wurde leider nicht erhört. Charlotte heiratet ihn eben nicht.
Und das ist eine Opernvorstellung, die heute Abend hier im König Albert stattfindet. Dargeboten von den Landesbühnen Sachsen und ich bin der Dirigent des Abends. Ich freue mich sehr auf diesen romantischen Abend hier in Bad Elster. Gab es kein Happy End. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben. Der Frühling steht vor der Tür und man hört sein lautes Klopfen. Sie können sich auf viele tolle Veranstaltungen im Rahmen des Kulturfestivals freuen. Ja, wir freuen uns, Sie ganz herzlich in Bad Elster begrüßen zu dürfen. Warum? Wir feiern bei uns den zweiten kursächsischen Frühlingszauber. Das heißt, wir möchten alle Gefühle des Frühlings für Sie mit unserem Kulturprogramm in unseren königlichen Anlagen hier darbieten. Was bieten wir im König Albert Theater? Ganz speziell Oper, Operette, zum Beispiel Don Giovanni, zum Beispiel Lust der Nibelungen, aber auch Prominente sind bei uns zu Gast, wie Frau Freudenberg, wie Frau Sawatzki, wie Ben Becker, die bei uns hier mit Lesungen und anderen Veranstaltungen begeistern werden. Natürlich haben wir auch tolle Dinge im Bereich von Kunst und wir schließen dann Ende April mit unserem Kunstfest Bad Elster die zweiten kursächsischen Frühlingszauber fürstlich ab. Noch mehr Details zu den Veranstaltungen finden Sie unter www.kursächsische.de. Werbung. Daniel Biskup kommt nach Zwickau. Der deutsche Fotojournalist und Dokumentarfotograf macht Station in der Muldestadt und berichtet in einem spannenden Vortrag über die Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik und Kunst. Egal ob Merkel, Putin, Trump oder Scholz, er traf sie alle. Beeindruckende Bilder untermalen seine Erzählungen. Der Kunst- und Kulturverein Zwickau e.V. freut sich, alle Interessierten am 30. März um 19 Uhr im Robert-Schumann-Konservatorium Zwickau begrüßen zu dürfen. WEWOBAU. Die mitgliederstärkste Wohnungsbaugenossenschaft in Zwickau ist ein verlässlicher Arbeitgeber mit attraktiven Leistungen. Die Mitarbeiter bewirtschaften einen Bestand von rund 5000 Wohnungen und kümmern sich engagiert um alle Belange ihrer Genossenschaftsmitglieder. Werden auch sie Teil des WEWOBAU-Teams? Sie sind Maler und suchen nach einer neuen Herausforderung? Als Gärtner fühlen Sie sich in der Lage, die Aufgaben rund um die einzelnen Objekte bestmöglich zu erfüllen? Überzeugen Sie mit Ihrem handwerklichen Geschick als Gas-Wasser-Installateur? Dann bewerben Sie sich jetzt bei der WEWOBAU. Auch ganz einfach online, bequem und schnell. Mit dem Messkind kann ich ganz genau sehen, wie ich meine Fortschritte im Sportpark erreichen kann, nach und nach immer besser. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor.
Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Ging das zu schnell? Mit Turbospeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Am kommenden Samstag ist wieder Earth Hour. Die Earth Hour steht in diesem Jahr unter dem Motto »Gemeinsam für mehr Klimaschutz«. Auch die Stadt Zwickau ist grundsätzlich wieder dabei und jeder kann mitmachen. Schalten auch Sie am Samstag um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Ob von zu Hause oder unterwegs, ob analog oder digital. Traditionell wird bei der Earth Hour die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Denkmälern für eine Stunde ausgeschaltet. Aufgrund der Energiekrise bleiben in Zwickau bereits seit September vergangenen Jahres viele gewohnte Lichter aus, was jedoch kein Grund ist, die Stunde der Erde nicht zu begehen. Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahre 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die Stunde der Erde auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen rund 7.000 Städte teil. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Burg Schönfels hat so einiges zu bieten. Kürzlich berichteten wir vom sogenannten Falken-TV, einem ganz besonderen Projekt. Falls Sie den Beitrag nicht gesehen haben, Sie finden ihn in unserer YouTube-Mediathek. Die Burg bietet das ganze Jahr über Veranstaltungen und Ausstellungen an. Seit dem 18. März läuft die Sonderausstellung Ostern auf Burg Schönfels. Was Sie da im Detail erwartet und was sonst noch im Programm der Burg in diesem Jahr zu finden ist, das verrät Ihnen der Burgherr selbst. Das Jahr beginnt jetzt eigentlich so richtig. Also wir haben jetzt zwei Ausstellungen, die jetzt neu starten. Einmal eine wunderbare Ausstellung von Markus Gruner und Vivien Nowatsch, Lignum et Carta, wo im Rittersaal wunderbare Bilder und Skulpturen zu sehen sind. Und zum anderen haben wir hier unsere Osterausstellung. Wir vom 18. März bis zum 7. Mai kann man im Rahmen unserer Öffnungszeiten sich halt eine riesige Sammlung von Ostereiern aus verschiedenen Ländern von drei Kontinenten anschauen, um einfach mal zu sehen, dieses Symbol des Neubeginns oder Fruchtbarkeit, sich einfach mal anschauen, diese Variantenreichtum auch von Ostereiern und Osterbräuchen werden erläutert aus Deutschland, aber auch zum Beispiel aus der Ukraine, aus der Slowakei oder auch aus Syrien. Und damit wollen wir einfach mal ein bisschen so österreichische Freude mal ein bisschen vermitteln und einfach mal diesen Vielfalt auch von diesen Eiern, also von dieser Eibemalungskultur einfach mal zeigen. Also wir gehören jetzt wahrscheinlich im Landkreis Zwickau, haben wir die größte Anzahl von Eiern jenseits von Lebensmittelmärkten und Legehennenbatterien haben wir, denke ich, jetzt mal die meisten Eier hier. Aber wir haben sogar auch noch bemalte Straußeneier da. Und ja, da würden wir uns sehr freuen. Wir haben auch jetzt schon die ersten Veranstaltungen dieses Jahr kündigen sich an. Einmal haben wir jetzt am 9. April, am Ostersonntag, unser Osterkonzert mit dem Sächsischen Klarinettentrio im Rittersaal, wo man auch die Möglichkeit hat, schon Karten vorzubestellen oder Karten zu kaufen. Und dann steht hier jetzt dann der erste Markt auch an. Der ist am 1. und 2. April, die kreativen Frühlingstage in der Vorburg der Burg Schönfels, wo man im Rahmen des Eintritts zu diesem Markt, gibt es auch die Möglichkeit, hier die Burg, also auch die Burg kostenlos zu besichtigen.
Und dann ist ja noch im Mai und im Juni vor allem gibt es ja auch noch zwei Theatervorstellungen hier auf der Burg, in der Vorburg, wo auch dann das Kinderstück Die gestiefelte Katharina am Vormittag und am Nachmittag läuft und abends gibt es neunmal die Vorstellung der berühmten Komödie Mirandolina. Und das ist eine Kooperation mit dem Theater Blauen Zwickau und da freuen wir uns auch schon sehr darauf. Dann gibt es noch dieses Jahr auch natürlich auch wieder die zwei Auflagen vom Sommerflimmern, also vom Kino in der Vorburg im August. Und ebenso im August findet dann auch wieder ein Mittelaltermarkt statt, diesmal am 12. und 13. August, wo auch die Burg Schönfeld ja gewissermaßen wieder so richtig mittelalterlich wird, mit Händlern, mit kämpfenden Rittern, was sich auch immer lohnt. Und am Jahresende, diesmal wieder am zweiten Adventswochenende, gibt es dann zusammen mit unseren Freunden von St. Barbara Lichtenthanne, diesmal in St. Barbara in Lichtenthanne, einen gemeinsamen Weihnachtsmarkt, wo man dann auch eine schöne Atmosphäre wieder sich halt genießen kann. Also ich hoffe, dass man damit schon einige Einträge in den Kalendern auch schon mal hat. Und Informationen dazu zu den Veranstaltungen kann man ganz einfach auf der Homepage zur Burg Schönfels oder auch auf der Facebook-Seite oder auf der Instagram-Seite der Burg sich herunterholen oder auch auf der Homepage der Gemeinde Lichtenthanne. Da findet man dann immer die aktuellsten Informationen zur Burg. Laufwerk von Hand für den Fuß präsentiert den regionalen Sport. Die Eispiraten Grimmitschau mussten am gestrigen Dienstagabend die zweite Niederlage gegen die Bayreuth Tigers in der ersten Playdown-Runde hinnehmen. Die Westsachsen unterlagen den Franken letztlich mit 2:5. Tore für Grimmitschau erzielten Scott Faeser und Patrick Pohl im zweiten Drittel. Somit steht es in der Serie nun 2:2. Das nächste Spiel steht am Freitagabend an. Die Eispiraten empfangen Bayreuth um 20 Uhr im Sahnpark zu Spiel 5. Am vergangenen Samstag ging es für die erste Mannschaft des VfB Empor-Klaurau nach Dresden. Nach dem 6:0 Heimsieg gegen Leipzig sollten nun weitere Punkte gegen SG Dresden-Striesen geholt werden. Und das gelang auch. Bereits nach der ersten Halbzeit führte Klaurau mit 3:1 und auch in der zweiten Hälfte wurde die Führung weiter ausgebaut. Mit einem Endstand von 6:1 für den VfB gingen die Mannschaften vom Platz. Die Tore für Empor-Klaurau erzielten Ullmann gleich zweimal, Drings, Bernhard, Groß und Knoll. Bereits am Sonntag geht es wieder auf den Rasen. Zu Hause spielt der VfB Empor-Klaurau gegen den VfL Pirna Kopitz 07. Werbung. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Wow, so einfach ist das!
Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Bei einem frischen Wind und Tageshöchstwerten von 14 Grad kommt der Donnerstag komplett zugezogen daher. Regnen soll es nicht. Mit stürmigen Böen beginnt der Freitag. Im Tagesverlauf klettert das Quecksilber bis auf 16 Grad. Neben wolkigen Abschnitten kämpft sich auch die Sonne durch. Auch zum Start ins Wochenende begleiten uns mehr oder weniger heftige Windböen. Bei Höchstwerten um die 12 Grad gibt es am Samstag einen Sonne-Wolken-Mix. Gelegentlich kommt es zu Regenschauern. Bei gleichen Werten kommt der Sonntag trübe und zugezogen daher. Wir müssen uns auf gelegentliche Schauer einstellen. Das war's wieder für heute. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis morgen dann. Machen Sie es gut. Ciao, tschüss.